Guten Abend. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einer ziemlich haarigen Ausgabe von KaiLife. In einigen Tagen wird ein anderer Film anlaufen, der heißt Keep on Running. Gemacht hat ihn ein Deutscher, ein Mann, der sonst so als Grau-Eminenz der Fernsehunterhaltung in Deutschland gilt. Er hat zum Beispiel Sendungen gemacht wie Telespiele mit Thomas Gottschalk. Na sowas mit Thomas Gottschalk. Er macht immer noch Wetten, das mit Gottschalk. Und da gibt es ja auch die Sendung Gottschalk, die erstaunlicherweise auch von Thomas Gottschalk moderiert wird. Und die hat er auch mitgemacht. Mittlerweile ist er auch sehr populär, hat selber einen großen Namen. Hier ist Holm Dressler. Bitteschön. Setz mich da mal ausnahmsweise an. Machen wir das dann. Holm, weshalb du hier bist, du hast einen Film gemacht, Keep on Running. Richtig. Ganz kurz, als erstes mal Story, ganz schnell. 60er Jahre, Ende der 60er Jahre, da war ich 18. Eine Geschichte über Beatmusik, konkurrierende Beatbands, ein Musikfilm mit viel Musik der 60er, ein romantischer Liebesfilm und gleichzeitig eine Komödie. Zurückbleiben bitte! Der Sonderbus nach Landsberg mit dem prominentesten Sohn der Stadt hebt ab! Hallo Gabi! Hallo, wo ist Rico? Keine Ahnung! Wer war denn das? Zwei von den Sunny Boys. Der Drummer ist mein Freund. Mensch, wie spät ist es? 4:45. Oh Mann, Raffaela! Raffaela. Entschuldige, das stimmt. Und jetzt? Und jetzt? Na, Caromio, wenn du es nicht weißt. Tja, besonders viel kann man hier auch eigentlich nicht machen. Dann lass uns das machen. Yellow is the color my true love's here in the morning when we rise. In the morning, when we rise, that's the time, I love it best. Ich glaube, ich muss jetzt Mathe lernen. Schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Holm, du hast Regie geführt bei dem Film. Der Thomas Gottschalk hat das Drehbuch geschrieben. Muss man sich das vorstellen? Zwei Männer, so an die 40, beginnen die Midlife-Crisis und wir arbeiten unsere Jugend auf. Anfangs vielleicht. Nein, die Idee kommt gar nicht mal von uns, sondern vom Filmproduzenten, der auch sozusagen auch 18 war, Ende der 60er. Und sagt, auch so an die 40 ist genau, jetzt, ja. Lass uns einen Film machen über die 60er. Er hat irgendwo marketingmäßig gedacht, es kommt irgendwann die Zeit der 60er nach den 50ern und so weiter. Und er hat ja, glaube ich, auch recht. Jetzt sieht man überall die Mode der 60er wieder kommen. Und es sieht so aus, ob wir genau goldrichtig im Trend liegen. War aber nicht geplant, muss ich zugestehen. Das war einfach mehr eine Lust und Laune, die Geschichte. Also ich habe irgendwo gelesen, es wäre eine Bravo-Geschichte gewesen, die der Thomas mal geschrieben hätte. Also ansatzweise stimmt es. 1980, glaube ich, hat er einen Dreiteiler gemacht. Lila-rote Himmelbett, glaube ich.
Und da ist jetzt die Grundstory mal nochmal durchgelesen worden, aber mittlerweile hat sich so viel verändert, dass sie diese Geschichte eigentlich gar nicht mehr wiederfindet. Für wen ist der Film gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Jugendliche sagen, nicht schon wieder diese 60er-Kram, erzählt mir mein Vater immer von, ich habe das langsam satt. Nein, also es ist ja in erster Linie ein Musikfilm, deshalb glaube ich für jeden, der Musik mag und auch für Leute, die ein bisschen Romantik sich erhalten haben, der ist hier goldrichtig. Der Film könnte letzten Endes in jeder Zeit spielen. Die Probleme, die wir beschreiben oder die Geschichte, ist nicht typisch 60er. Aber wer Musik mag, wer Romantik mag und auch noch lachen will, der ist da richtig. Musikfilm, sagst du gerade, du spielst auch mit, habe ich gehört. Ja, so Hitchcock-mäßig, ja. Zupfe ich mal irgendwann die Gitarre um, tschock, bin ich schon wieder weg. Sag mal, stimmt es, dass du 10 Jahre wirklich sehr gut mit der Band durch die Welt gezogen bist? Und ich bin getingelt, 10 Jahre in der Band, richtig. Ich bin aber über den Ort Rintel nie hinausgekommen, liegt im Weserbergland. Und spielst sehr gut Gitarre nach wie vor. Ja, ab und zu. Das wollen wir sehen, Holm. Wir haben alles hier, wir haben eine Langhaarperücke, wir haben eine gestimmte Gitarre, wir haben ein geknüpftes Hippie-Kostüm. So, komm, auf geht's. Das lassen wir uns doch nicht nehmen. Den Mantel noch an. Ich nehme schon mal die Gitarre. Also, ich weiß nicht. Holm. Mei, da brauche ich aber ein Plektrum. Ein Plektrum brauchst du. Geht das immer so? Brauchst du keine langen Finger? Machst du so. Was bringst du uns? Was von Donovan? Oh. Den Vater von Jason Donovan? Nee, oh. Aber. Oh, yeah. Ist ja der wenigstens gestimmt. Die ist alles gestimmt. Wir haben hier 2 Mikrofone: eins für unten, eins für oben. Holm Donovan. In the chilly hours and minutes of uncertainty. I wanna be. It's the main world and love in mine. To feel you all around me, it's to take your hand and love the sand. Ah, but I may as well try and catch the wind. Wunderbar, Wunderkerzen gehen an. Mütter reißen ihre Kinder hoch. Gib sie mir, wir stellen sie einfach mal, wir legen sie einfach mal hin. Holm, danke, dass du hier warst. Danke, danke. Hast du wunderbar gemacht, immer. War das toll. Mach ich doch gleich so.